So, willkommen zur letzten Folge dieser Session. Wir nehmen auch schnell hier die Nebenquest von der Dame an. Ich bitte euch, bringt mir mein Kind zurück. Es muss sich irgendwo verirrt haben. Ich würde es ja selbst suchen. Doch die Umgebung ist voller Dämonen, die mich sofort in Stücke reißen würden. Ich hoffe nur, dass mein Kind ein sicheres Versteck gefunden hat. Wenn ihr euch nicht auf die Suche macht, werde ich meinen Kram nicht überstehen. Helft ihr mir? Aufträge, Aufträge, Aufträge. Was macht ihr Schwächlinge eigentlich, wenn gerade mal kein Held in der Nähe ist, um eure Probleme zu lösen? Dass er hier so Nebenquests gibt, müssen wir auch später irgendwie wieder hier zurückkommen. 100 pro. Sieht aus wie eine Höhle, oder? Ah. Und weg ist er. Was ist? Was ist? Das ist irgendein Scheiß auf ihn wieder. Will ich nicht. Oh, nice. Ich frage mich, ob ich ihr Waffen geben kann. So, jetzt kann ich die einfach... Nee, jetzt hat er die einfach weggeworfen. Meine Mutter schickt euch. Bitte, bitte bringt mich wieder zu ihr. Ich habe solche Angst hier alleine. Im Wald? Im Wald? Und was für Drogen nimmst du, Kind? Sowas wie dich kann man doch nur töten. Was ist? Diese kleinen Mistviecher. Was? Das ist mein Kind. Ich dachte schon, ich sehe es nicht lebend wieder. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Dämonen es getötet. Ich werde euch für immer dankbar sein. Vielleicht hilft euch eine Fertigkeit Bonus. Yay! Das ist nett von dir. Nur 6 abgeschlagene Skorpionstacheln und Wurzkraut aus der Wüste retten mein Kind. Mein Kind ist zwar von den Dämonen gerettet worden, doch ihm ist Schlimmes widerfahren. Es wurde von einem Skorpion angegriffen und vergiftet. Die Medizinfrau kann ein Gegengift herstellen, doch dafür werden einige Zutaten gebraucht. 6 abgeschlagene Skorpionstacheln und Wurzkraut aus der Wüste. Bitte rettet mein Kind. Ein zweites Mal könnt ihr die Zutaten beschaffen. Auch wenn das Ganze so aufregend klingt wie eine Bibelstunde. Ich bin dabei. Eins. 2, 3 und 4. Flammenwächter. Er ist jetzt Stufe 20. Stufe 21. So. Ich werde dich in 2 Hälften spalten. Aufsehen!
Skorpion Nummer 1. Mein Blut ist mein. Was ist hier? Hä? Da leuchtet. Ach, da. Ja, so. Ah, ich hab's doch jetzt. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nur noch die Skorpionstachel. 5. Ein Skorpion bitte. Da unten. Sowas wie dich kann man doch nur töten. So. Oh, leck mich. Sag mal. Auf sie. Es ist euch gelungen, alle Zutaten für das Gegengift herzubringen. Damit kann die Medizinfrau mein Kind den Klauen des Todes entreißen. Ich werde es euch nie richtig vergelten können. Doch nehmt diese beiden Flaschen an die Dot, auf dass sie euch helfen, wie ihr meinem Kind geholfen habt. Toll. Na gut, wenigstens starkes. Dort ist doch größer als ihr dacht. Findet und vernichtet die untoten Magier. Schon seit langer Zeit wird diese Gegend von einem untoten Magier beherrscht, der sich alles Leben untertan machen will. Er haust im Dunkel des Friedhofs, durch das bislang niemand zu ihm vordringen konnte. Vielleicht seid ihr stark genug, um sich an ihm entgegenzustellen. Was meint ihr? Werdet ihr es wagen? Ich bin vielleicht kein Geschöpf der alten Götter, aber ich weiß, was Spaß macht. Und das hier verspricht eine Menge davon. Mit was habe ich denn eben die ganze Zeit gekämpft eigentlich? Es war ja klar. Sag mal. Wieso komme ich da jetzt eben nicht rein? Schwacher Sog der Hölle, die brauchen wir doch noch. 3. Ach. Ich habe deinen fauligen Gestank schon vor einer halben Stunde gerochen. Brauchen wir. Was er das? Wutz
zum Geier soll ich das noch unterbringen? Immer muss man sich um... Ups, jetzt habe ich einen Teiltrank genommen. Egal. Wenn ich das auch noch schleppen soll, gibt's Tote. Das war ein Neunerfeld, glaube ich. So. Ziemlich groß hier. Dafür, dass wir den Endboss schon hatten. Was ist das denn? Aber mitnehmen kann ich hier nichts mehr, ne? Okay. Und tschüss. Und tschüss. So, dann können wir auch gleich die Glyphe noch aufnehmen und dann geht's hier wieder weg. Und verkaufen muss ich vorher natürlich noch. Der untote Magier konnte eurer Macht nicht standhalten. Die Toten des Friedhofs können wieder schlafen, ohne dass ihre Ruhestätte missbraucht wird. Dafür werden sie euch ewig dankbar sein, wie auch die Bewohner dieses Landstrichs. Ihr habt viel Erfahrung gewonnen. So, kann ich ihn nicht benutzen? Kann ich nicht benutzen. Den behalten wir noch. Ich will jetzt bloß nur mal in den Norden rumgucken, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Außer Nattern. Interessant, dass da oben ein Krieger war. Ein Skelettkrieger. Okay, nö. Ich frage mich bloß, wie wir später theoretisch hier wieder hinkommen. Ich habe keine Höhle oder sowas bisher gesehen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn es jetzt bloß im Zuge der Hauptquest hier betretbar war. Muss ich jetzt auch wieder durch, ja. Naja, wird schon irgendwie gehen. Hoffe ich. Ist sie gestorben? Vilja! Bei allen Göttern, wie konnte das geschehen? Geht und sprecht mit den Piraten im Süden. Vielleicht findet ihr mit der Hilfe dieser Halsabschneider das nächste Tor. Der Zauber dieses Portals muss versagt haben. Oder war dies womöglich eine von Andukars Teufeleien? Wir müssen Vilja zurückholen. Nur sie kann Ankaria führen. Sucht Rat bei den Piraten, dort unten in der Bucht. Finstere Gesellen sind das. Für wahr. Doch unsere einzige Hoffnung. Jo. Toll, wieder runter. Scheiße. Hätte ich das mal vorher gewusst.
Das heißt, nach oben kommen wir jetzt erstmal höchstens wieder durch ein Portal oder was? Eigentlich krass, wie groß das schon wieder war, was wir hier erkundet hatten. Oh, den Zauber hatten wir auch noch, den Nebenquest meine ich. Aber hätte ich ja gar nichts machen können, wir waren ja gefangen, stimmt. Da wäre ich jetzt gar nicht mehr hingekommen. Lasst mich doch alle in Ruhe, ich will doch nur hier durchlaufen. Der Wolf bleibt hartnäckig. Alter, euer Ernst. So. Na, bei den Piraten werden wir wohl noch ankommen in der Folge. Sowas wie dich kann man doch nur töten. Und tschüss. Ist hier endlich noch was? So. Verkaufen wir noch. Das behalten wir ja. 132. Weg damit. Wir hatten noch irgendwelche schlechten Ringe auch noch hier weg. 59. Eigentlich brauche ich diese Dinger nicht mehr. Ich will jetzt nur noch 90er Schaden eigentlich haben. Schutz, der kann weg. So. Kann man eigentlich... Doch mal, kommt auf den Steg. Ich dachte erst nicht, aber... Die Gegner in diesem Gebiet sind schwach. Keine Herausforderung mehr. Oh, man kann sogar aufs Schiff gehen. Zwei Kanone, aber... da unten sind noch welche. Trotzdem nicht gerade viel. Gut.
Dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Die laufen weg. Okay. Spitze, bedanke mich. Bis denn.